Okay. Boah. Ist gleich hinter. So, wie muss ich denn fahren? Ich habe Bahnen angefangen oder? beim Na, rauf runter habe ich gemacht. Ja, Bahnen. Haben wir gesagt, rauf runter. Ja, Bahnen. Was Bahnen? Ja, Bahnen hast du gemacht, rauf, runter. Achso, Und ja. Bahnen, ja. Ja. Gut. Und rauf, runter oder links, rechts? Rauf runter. Dann Ganz ermägt rüber es. mache ich jetzt, ganz rüber mache ich jetzt halt links, rechts. Aber da kann man dann auch, weiß nicht, rauf, runter oder links, rechts, egal eigentlich. Oder du machst gleich hier links, rechts, das geht dann auch natürlich. Wie du magst. Ich habe die eine linke Seite jetzt noch nicht unten gemacht, die mache ich aber da jetzt dann. Oder kannst du euch links, rechts auch machen? So. Traktor auch brav? Wer ist brav? Na läuft, um 17:15 Uhr hat der Niederschirm fahren los. Das heißt, die sind um 6 Uhr da. Leibend. Soll ich das am Stein eigentlich auch mähen? Das ist ja eigentlich fast nur kahl. Also der Ja. Wald war. Ja. Ahnen will ich nicht mehr. Also schon wegen den ganzen Baumstümpfen und so. Ja. Wann warst du das da eh? Schau. Einen Ballen haben wir übersehen. Den habe ich jetzt silagiert erst. Das werden wir das so mal ausrasieren da. Wann spielst du? Seit 10 vor 7. 7, 10 vor 5. Ich wollte ehrlich eher ankommen, aber haben wieder Kinder die Penny entdeckt und diese streicheln wollten und ja. Bin ich erst später ankommen, leider. Trotzdem ein Zeitunterschied. Ich habe 2 Stunden gemäht. Ja. Das war nicht einmal alles gemäht und jetzt 40 Minuten on und Schon fast alles weg.
Manche Baumstümpfe, das sind so hart. Ja, Holz. Sieht schon richtig aus. Holz ist hart. Ich und mein Holz. Das ist jetzt aber kein so ein Linksschwader, sondern ein normaler. Normaler. Ja. Das ist ja jetzt okay. Da wird dann wahrscheinlich das Ballmachen am längsten dauern. Sicher sogar. Ich habe mir überlegt, wenn wir so eine Kombination nehmen, dann kann einer ja nicht hinterher arbeiten eigentlich. Ob das zu zweit nicht dann wieder aufhaltet. Warum? Aber was macht der andere dabei? Schau, jetzt mäht einer. Du schwaderst. Dann macht einer die Ballen. Der andere sammelt sie ein und silagiert sie dann zum Beispiel. Aber wenn wir das alles in einem haben, fällt ja quasi ein Arbeitsschritt weg. Der ist ja wurscht. Dass dann keine Stehzeit hat. Einem Anfang halt zumindest. Dann ist eh wurscht, wenn wir mehr haben. Was steht da rauskommt. Was ist dir jetzt? Bist du fertig? Jetzt fangst du dann gleich an zum Pressen. Mhm. In der Theorie. Ja. Ja. Das heißt, ich muss jetzt noch. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber. Bin noch nicht, einmal oben fertig, weißt du? Ich tu nochmal 20 oder 10, 15 Minuten auf jeden Fall noch spartern. Mhm. Währenddessen hast du schon. Paar Längen gepresst und dann ein Ballen ansammeln. Stimmt. Und ja, sicher wird sich dann irgendwann überschneiden, dass dann. Aber das ist auch gestern so gewesen, dass ich dann warten musste auf die letzten Ballen. Ah, entwickeln. Ich denke mal halt, der Schritt eher
damit wir einen ganzen Arbeitsschritt wegfallen lassen mit dem Wickeln, ist, glaube ich, effektiver, als dass wir sagen, okay, wir kaufen uns jetzt die Kombination nicht, weißt du? Ja. Ja, schon brav. Ja. Du warst weiter jetzt. Also wir haben letztens, ich glaube, 80.000 haben wir gemacht. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt 11.000, wir machen ein bisschen mehr wahrscheinlich als 80.000 diesmal. Wir haben sogar mehr als 80.000, weil wir haben 80 Ballen gepresst gehabt. Ja? Fast, ja. Aber ist ja wurscht, aber 80.000, das heißt, wir hätten die 90 beim nächsten Durchgang für die Presse eben. Mhm. Ich meine, ich würde jetzt die andere Presse nicht verkaufen. Ich würde höchstens den Wickler dann verkaufen. Weil die andere Presse können wir dann irgendwann für Stroh oder so auch verwenden. Oder für Gras. Für Gras dann für die Schafe. Ja, ich komme gleich. Ah, ich dachte, dass sich das mit den Ballen resettet sich von Mal zu Mal. Das musst du selber resetten. Wie? Schon, das weiß ich nicht, also nicht. Okay. Ich hab das ja meistens auch in den Knopf. Okay. Da steht eh links im Anzeigefeld, also. Also sollte stehen. So. Jetzt hab ich's. Also ich habe einen Controller und da muss ich teilweise mit den Tastenkürzel von der Tastatur arbeiten, teilweise habe ich die vom Controller. Deswegen frage ich so blöd. Ja, aber was ich habe meistens alles Tasten. Am Lenkrad, ja. Lenkrad oder am Sideboard. Nehme ich da. 30 Tasten habe ich. Ah, okay. Am Sideboard und dann das Lenkrad noch. Also du hast da das LS. Kauft, gell? Das LS-Board. Ja, ja. Aber das habe ich eh schon lange jetzt. Ich glaube, letztes Weihnachten, oder? Im Angebot. Na, das länger sein, weil letztes Mal, wie wir gespielt haben, habe ich schon gehabt, auf jeden Fall. Okay. Aber weißt du, was Gas ist? Wir haben jetzt gemeinsam ziemlich lange passiert, LS. Ja? Und es ist noch, ich bin noch immer mit den Streams im Voraus. Wie lange hast du die hoch? Alle zwei Wochen.
Wie viel hast du insgesamt da? Das ist jetzt der 64. glaube ich. Und wie viel ist hochgeladen worden? Was meinst du? Na, wie viel hast du schon hochgeladen? 63. Achso, also ganz knapp jetzt im Voraus. Na, nicht ganz knapp, sondern ich bin jetzt fast bei 2024. Achso, ja, das meinte ich ja. Was ist jetzt rausgekommen als letztes? Also, der 63. ist, ich glaube, entweder Ende oder Anfang 24. Mhm. Ah ja, Blödsinn. Ende 23, Anfang 24. Der Eurotrag habe ich jetzt bis Februar schon. Wow. Da muss ich die DLCs noch kaufen. Bis morgen. Da weiß ich noch immer nicht welche. Frankreich und Italien gehört eigentlich zum Herzen Europa dazu, weißt du? Das ist meine Überlegung. Ja, da hättest du zumindest Mitteleuropa komplett, ja. Schon recht. Das sind eigentlich alle DLCs geil. Nur möchte ich mir nicht alle auf einmal holen. Oh ja, Eurotalk möchte ich auch irgendwann mit dir wirklich eine Strecke gemeinsam fahren. Da warten wir, bis ich Langstrecke fahren kann, hätte ich gesagt. Wie du magst. Oder ich meine, wir können so zwischendurch auch einmal, aber dann, dass wir mal, wenn ich das gelevelt habe, dass wir dann wirklich mal so also eine ganz lange Strecke fahren. Ja gut, da brauchen wir einen längeren Abend dann aber. Ja. Ich muss erst einmal noch ein zweites Mal zum Spielen anfangen, also das dauert eh noch. Ja gut, das dauert ein bisschen, wenn du das alles hochleveln willst. Ich habe eben gedacht, wenn ich jetzt das noch nicht gelevelt habe, dann macht Italien und Paris eigentlich mehr Sinn, als wenn ich jetzt gleich irgendwo hin, weiß nicht. Gut, aber das hast du ja dann schnell. Mhm. Also schnell, was du meinst, es ist nicht, es dauert jetzt nicht so ewig. Mhm. Oder jetzt keine 20 Spielstunden oder so. Ich weiß halt nicht, was ich auslassen soll für DLCs, wenn ich mir nicht alle hole. Das ist das Problem. Ich bin gespannt, ob er was pünktlich schafft. Ja. Also grobe Einschätzung sage ich, das wären 100 Ballen. Aber wieso soll es jetzt mehr werden? Weil wir jetzt mehr mähen. Weil wir alles abgemäht haben jetzt, ja. Quasi. Man muss sagen, in dem oberen Bereich, die Hälfte haben wir nicht abgemäht. Ungefähr. Das über dem Wald. Dann habe ich gesehen, du hast wirklich bis ganz am Rand immer gemäht. Haben wir ja eigentlich auch nie. Wenn schon, den schon, aber ich. Nee, eh, gut. Da ist mir auch gefallen, dass Bäume sogar noch in unserem Gebiet stehen. Echt? Welche? Ja, ja, die gleich da am Anfang. Oder? Ah, die ganze Baumdings. Ich glaube nicht die ganze, aber die ersten zwei glaube ich schon, weil da wird der Meer noch vorbeigehen, glaube ich. Okay. Ich meine, ich weiß es nicht, 100%. Müssten wir schauen. Aber ich glaube, Säge haben wir ja keine mehr. Nein, haben wir keine. Aber gut, die kostet jetzt 700 oder so. Ja, stimmt. Könnte man gleich das mit den Steinen ausprobieren. Ja, stimmt. Mich würde halt interessieren, was dann stattdessen hinkommt, weißt du, Mann? Ja. Aber das stimmt, das könnte man eigentlich probieren. Mit Bäume würde ich nicht machen, weil das nein, ist Kapital. Bäume ist Kapital. Bäume kann ich mich dann immer kümmern, wenn wir so ein Gebiet kaufen. Mhm.
Ich habe halt überlegt, Bäume, solange wir eben da keine Produktion dann haben, werde ich lagern irgendwo. Also werden wir gar nicht verkaufen, so die Bäume. Ich denke mal, das ist halt... Jetzt brauchen wir es nicht mehr verkaufen. Eben, das ist ein bisschen verschwendet so. Ich habe mir gedacht, wir tun alles kreuz und quer, immer hinhauen, auch die Ballen und so weiter, dabei ist eine Halle schön. Auch wenn es jetzt übertrieben ist vielleicht, aber... Ja sicher, irgendwann bauen wir unseren Hof, natürlich. Da will ich auch die Ballen zum Lagern hinschmeißen zum Beispiel. Aber da müssten wir halt eben warten, bis wir wirklich ein bisschen mehr verdienen und so. Ja. Da wirst du dort beim Händler alles hinschmeißen und alles kreuz und quer, das ist... Ja, das ist dann auf Dauer nichts, ja. Und ich weiß, ich bin einer, der das auch nicht so exzessiv macht wie du, ja. Aber... Also muss sagen, oben kommen ganz schön viele Ballen schon raus. Wie viele hast du schon? 16. Ich sag ja, was könnte. Weil ich resettet hab. Warte, unten probieren wir mal so Runden fahren. Wenn du Kurven fährst, aber bitte ein bisschen kurvenreicher. Kurvenreicher? Nicht zackig. Weil das schafft er. Wie soll ich zackig Kurven fahren? Na, nicht zackig. Na, wie soll ich das überhaupt zackig fahren? Kann ja nicht zackige Kurven fahren. Nicht so einschwenken, so stark, meine ich. Schöne Bogen fahren. Ich habe ja auch nicht so einen Radius. Das ist schon beim Nachbarn mit. Achso? Ja. Deine Nachbarn, das ist mir eh nicht wurscht. Der hat genau an unserem Grundstück begrenzt, ist so ein depperten Baum, Alter. Und da fahre ich gerade vorbei. So ein einziger kleiner Baum. Ganz unten. Ja. Also musst du anschauen, aber ich... Bist du da längst ganz runtergefahren dann immer? Ich bin dann immer bis zum Ende gefahren, ja. Okay, passt. Bin so einen Bogen dann gefahren und halt ganz runter. Und dann wieder rauf und den Bogen wieder auf die andere Seite rauf. Hm? Das Gute ist, das ist 8,5. Das war da. Das Mähwerk ist 8,4, das heißt, wenn ich genau in der mittleren Spur fahre, habe ich perfekt die Breite. Ich meine, danach weiß ich nicht, auf was wir sparen auf einen zweiten Stecker im Traktor. Okay, die eine Spur ist Arsch. Die liegt schon nicht mehr auf unserem Land. Krass, dass er dich die Spur legen hat lassen, aber ich kann es jetzt nicht. Ja, es ist so wie mit Mähen. Das ist auch da und die konnte ich gar nicht drüber. Ah, okay. Sammeln. Okay, darf ich nicht zu knapp in Zukunft. Das ist ja wurscht. Bleibt halt liegen. Irgendwann gehört uns eh alles. Das wissen die noch nicht. Genau. Irgendwann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen in LS.
meine, als nächstes würde ich ein Feld dazu nehmen. Ehrlich gesagt. Doch, Feld. Feld und dann erweitern, dass, naja, dass wir mehr Gras, mehr Silage machen. Na gut, ich denke halt, weißt du, wir müssten nochmal ein Feld schaffen in der Zeit, weißt du? Bevor wir dann ein zweites machen. Was, naja, was willst du dann noch optimieren? Ja, die Presse. Ja gut, das haben wir sowieso gesagt. Ach so, okay. Ich dachte, ja, dann hätte ich auch ein Feld natürlich dazu gekauft. Nach der Presse dann? Naja. Also nach der zweiten Presse so. Hätte ich auf ein Feld gespart, dass wir dann wirklich genug Silage machen können und dann würde ich schon fast schon auf Schafe gehen. Ich meine, dazwischen natürlich, wenn wir Traktoren und alles brauchen, aber... Na, träumst du zum fetten Hundeknochen? Man, ja, ich... Aber bevor wir aufs zweite Feld, sollten wir auf den Traktor spannen, auf den zweiten. Mit seinem, der vorne und hinten was ziehen kann. Das ist eigentlich wurscht, Hauptsache er kann was ziehen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel presst, also zum Beispiel, wenn wir dann. Achso, das wird sich eigentlich so ausgehen. Wenn der mäht, kann der dann presst. Gelbe nix. Ja, die Presse hat ja dann 140 PS oder so. Stimmt. Kann sie dann nicht mehr ziehen dann? Kann sie dieser Traktor nicht ziehen? Hat er nicht? Ja, eh, aber was dann kann der aber nicht mähen. Das meinte ich. Aber gut, man muss jetzt zuerst mähen und dann spannen. Dann hat sich das wieder erübrigt. Genau, da muss man umspannen halt. Oder man könnte schauen, ob. Aber da mitten. Ein Jahr die neue Presse, stimmt. Die alte da könnte. Ja, die alte kann der Gelbe ziehen, da hat er ja bis jetzt auch. Aber ich rede ja von der neuen dann. Ja, stimmt. Traktor wäre dann natürlich, da müsste man schauen, ob wir dann nicht vielleicht schon ins Mittelsegment gehen. Ah, so, das reicht eh dabei. So. Mittel ist halt wieder Preisdings. Oder wir gehen Mittel erst, wenn wir das zweite Feld haben. Würde ich theoretisch so machen, solange es funktioniert. Ich meine, wir können ja mal dann, wir sind dann eh, wenn ein Durchgang läuft. Ich glaube halt eh, dass wir auch zwei Felder nicht schaffen werden an einem Amt. Nein, das sowieso nicht. Man könnte es ja so machen, dass man einen Abend schaut, dass man alles durchmäht einmal, am zweiten Abend dann und so weiter, weißt du, wie ich meine? Hm. Dass man beide Felder dann quasi den gleichen Stand hat. Oder man macht absichtlich ein Feld erst einmal fertig. Dass man unterschiedliche Wachstumsphasen hat, dann wirklich. Ja gut, wenn du alles abmisst, hast du. Musst du so oder so warten. Wurscht. Naja, wenn ich das eine abmähe und das andere noch nicht. Schau, wenn ich das eine Feld komplett fertig mache. Ja. Und dann erst das zweite. Wird das erste dann wahrscheinlich schon wachsen sein. Das glaube ich nicht bei unserem Nein. Tempo. Scheiß Finst. Das geht mir dabei nicht mehr aus. Alter, mach. Mach's halt hell. Was ist denn jetzt? Hast du schon ein paar Ballen presst? Ich weiß zwar jetzt nicht wie viele. 32. Und. Sag, selbst wenn du es jetzt verlierst, ja, Dauer ist die gleiche. Ich glaube, du bist sogar schneller dann.
glaubst? Ja, den macht der größere. Stimmt. Hast du, bist du schneller, dann machen wir weniger Ballen. Ja gut, die Stehzeit hast du so oder so, ob du den auswirfst, ja, oder ob du stehen bleibst, dann, wenn weiter schon da ist, dann wurscht. Hast recht. Also sieh, jetzt bin ich noch nicht mal mit dem Schwadern fertig und dann musst du alles aufsammeln. Ich glaube nicht, dass da so viel Stehzeit dann... Kann natürlich passieren. Ballen haben wir schon? 34. Wir werden es doch keine 100. Räumen darf man ja. Ah, ist ja noch eine Menge. Ich glaube nicht so viel jetzt. Hast du oben schon alles jetzt? Ich fahre jetzt so nach, wie du die Spur gemacht hast. Aber warst du, bist du jetzt oben fertig, oder? Oben ja. Achso, ja, dann glaube ich nicht, dass ich es ausgehe. Naja, nicht ganz oben. Wenn du die Spuren da runtergelegt hast, dann fahre ich die Spuren jetzt so runter, rauf und runter. Ja, aber ist jetzt oben alles weg oder nicht? Ich glaube nicht, nein, weil ich fahre ja ganz rauf noch. Okay. Auf der Seite ist weg alles. Auf welcher Seite? Welcher Seite? Wenn man rauf fährt, die rechte. Am Berg. Oberen Wald. Über den Wald. Ja, ja, das meinte ich ja, ob das weg ist. Also das ist weg, ja. Oberen Wald, das ist weg. Aber die Streifen runter halt noch nicht. Ich bin jetzt gerade auf der Höhe, wo das... dieser Matschfleck, da bin ich dann bald fertig. Okay. Also ich fahre dann fast in einen rund dort wieder. Aber ich habe noch zwei oder drei Längen. Ah nein, ich muss noch einbiegen. Okay, ich muss noch einbiegen. Sehe ich gerade. Dann werde ich mal über den kleinen Traktor nehmen. Brauchst du weniger Sprit dann? Fürs Einsammeln meinst. Ja, fürs Verlieren. Ja. Okay, nein, bin ich noch nicht fertig. Ich war das exakt so nach, wie du gelegt hast. Sag es mal alles. Wenn du fertig bist. Nein. Ist ja nicht. Ich glaube auch, dass du den größeren Speed hast als ich. Zumindest bist du von gut auf schnell auch. Obst. Wie viel fährst du? 8 bis 10. Jo, dass ich schneller fertig bin mit dem, das ist eh klar. Wie viel bist du mit dem Mähwerk gefahren? Warst du das zufällig? An die 20, glaube ich. Oder das ist schneller. Nur 15 im Schwader. Ah, okay. Also ich weiß ob das am Traktor liegt oder? Traktor Schwader? Ah, E15.